Was für Freaks! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren letztens beim Asialaden und haben ganz viele komische Süßigkeiten gekauft. Das glaube ich zumindest. Und was macht man dann? Man sagt zu sich selber, lass eine Asia-Challenge drehen. Oh mein Gott! Und das machen wir, weil da gab es so krasse Sachen. Wir haben uns gar nicht alles wirklich angeschaut. Wir sind so wie zwei kleine Ninjas da durchgelaufen. Durch den Schuppen und haben einfach alles so reingepfeffert. Das ist jetzt hier alles in einer Tüte drin. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Deswegen lass lieber gleich anfangen. Ja, warte mal. Eigentlich, wir drehen jetzt ein Video über Asien. Eigentlich müssten wir jetzt ein chinesisches Intro drehen. Ni hao, xin shang wang. Tofu e di shang da da de mi ni ka tofu yi sa da la. Xin shang yi shang wang ya, a xin ya, yi shang yi shang yi chai chen. Ma qi tiao zi hai tu se bu da ple xin, ok? An a ba gong gong xi ga ta a fe. E shang shang yi tang. Ants, let's go. Hatsali, hatsali, hatsali. Bereit? Ja. Guck mal raus aus deiner Wundertüte jetzt. Wie früher so in der ersten Klasse bei der Einschulung. So, im Wundertüte bloß, dass man keine Süßigkeiten rauszieht. Sondern das sind so Süßigkeiten, aber... Ja, aber so kandierte Spinnen oder was weiß ich, Alter. Das ist Asien. Mach mir Vorfreude, ja. Was ist das denn? Schau mal, wie die schon guckt auf dem... So nach dem Motto. Es sieht so aus wie so ein Jujutsu-Kämpferin oder so ein Ninja. Was ist das? Das fragst du mich denn? Äpfel mit Masern. Hagedorn. Hagedorn. Das ist das Deutsche. Ich kenne das nicht. Mann, wahrscheinlich ist es einfach ein Apfel oder so. Wahrscheinlich schmeckt es einfach nur nach Apfel. Ja, egal, let's do it. Bah, das klebt. Bah! Bah! What the fuck stinkt das? Das riecht durch das Plastik. Leute, seid froh, dass ihr das nicht riechen könnt, weil das ist echt eklig. Klebt dann auch so? Ja! Bah. Das klebt durch das Plastik. Das geht gar nicht auf, weil das so klebt. Was ist das denn für ein Scheiß? Gib mir das mal! Jo! Ah. Du kannst doch nicht anfassen, Mann! Digga, das muss ich doch essen. Was willst du jetzt damit? Jetzt sind da lauter Haare von dir dran. Alter, war. Das macht's noch leckerer, Alter. Ich meine, das sind gar keine Rollen, das sind. Hä? Scheiben. Also, wenn es so schmeckt, wie es riecht, wird's nicht geil. 3, 2, 1, los. Am Anfang geht's so voll, auf einmal. Was ist denn das für eine Frucht? Ich weiß halt immer noch nicht, was das ist. Okay, das ist eine Frucht. Preserved Fruit of Power. Oh. Das sieht doch aus wie Äpfel da, oder? Hier. Das schmeckt auch so ein bisschen nach Apfel, aber ja, nicht nach einem Apfel, den man kennt. Das ist eher so ein exotischer eingelegt in Pferdepisse. 4 Minuten auch, gell? Ey, du brauchst keinen Staubsauger, ne? Das rollst du über den Boden und der Boden ist sauber. Das nimmt alles auf. Vielleicht sind es so Cleaning Sticks und... Ey, Digga! Nein! Ja! Alter, wir haben das vor 2 gekauft. Wir hatten eigentlich schon alles eingekauft, aber ich habe das dann an der Kasse gesehen und schau das mal an, das hat bei mir voll, hat das bei dir auch so Löcher? So. Das sieht aus, als wären da so Würmer drin. Ey, ich traue dir das echt zu, ne? Das ist wahrscheinlich nicht mal zum Essen, das ist so Knetfolie. Ey, so Knetmasse. Das ist eklig. Stell mal vor, wir essen jetzt irgendwas, was gar nicht zum Essen geeignet ist. Das ist eklig. Ey, das stinkt so hart, Mann. Schau das mal an bei mir. Boah. Ey, ist das dein Ernst? Das kann ich nicht essen, Mann. Boah, riech mal. Das riecht so richtig... Riecht, Alter! Was? Bist du dumm? Das riecht einfach nur vergammelt. Wie so nasses Gras, was du vergammeln lässt. So, wenn du einen Rasenmäher aufmachst und das nasse Gras fällt raus nach 3 Jahren oder so. Locker ist das weiße irgendwelche Würmer oder so. Wahrscheinlich riechen die so vergammelt. Ja, gar keinen Bock drauf jetzt, weil du nicht so eklig. Richtig Angst. Vielleicht schmeckt es voll gut. Ja, lass, komm, 3, 2, 1, los. Schmeckt echt komisch. Ah, schmeckt. Ihr wisst es! Digga! Willst du mich verarschen? Was hast du für einen Geschmack? Der schmeckt voll komisch. Ja, wieso? Also, das kannst du nicht runterschlucken. Hat das Füllung? Wie? Vielleicht springt da gleich was raus. War! Ist das ein Ei? Ist das ein Ei? Ja, kein Bock mehr. Ah! Alter, das räumst du wieder auf. Schau mal, was da rumliegt, das räumst du wieder auf. Alter! Alles wieder wegschlecken. Schau mal auf den Boden. Scheiße, das sieht nicht echt nicht mehr königlich aus. Bäh. Bitte zieh jetzt was Leckeres. Ich wollte schon Ekliges sagen. Eigentlich gibt es noch nicht mehr eklige Dinge. Es sind nur eklige Dinger drin. Komm schon bitte, lieber Gott. Was ist das? Ist das Erde, Alter? Ist das Erde? Ich geh nach Hause, ich hab keinen Bock mehr, Alter! Was ist das? Ist das Erde? Nein, das ist keine Erde, das sind verdaute Schrimps.
gebt euch, zieht euch das mal raus, das soll ein Schrimps sein. Ein Scheiß ist das. Das sind echt verdorrte Schrimps. Nein. Geröstete Seealgenstückchen mit Schrimpgeschmack. Ist denn Seealgen? Digga, bist du irgendwie behindert oder was? Alter, bist du behindert? Alter. Wollt ihr mal, willst du ein Stückchen? Schaut mal, wie das ausschaut. Das ist so... Das ist nicht... Das sind so, so harte Stückchen. Ja, egal, weg jetzt einfach. 3, 2, 1. Aber warte, es gibt Chips, die schmecken so in Deutschland. Ne, boah, der Nachgeschmack. Ja, aber sind, man schmeckt das in einem Sinn. Schmeckt nach Thunfisch. Leute, kauft sowas nicht. Das ist doch das Geld. Kauft sowas schon, das ist ja voll lustig. Kriegt ein Video und schickt es uns. Stimmt. Dann bin ich alleine. Stimmt, das könnte... Ach, was ist das denn für eine Scheiße? Warum nehme ich immer die ekligen? Okay, Leute. Das haben wir tatsächlich gesehen. Das heißt Ding Dong. Da steht Ding Dong drauf. Ne. Hier steht Ding Dong. Sieht man das? Steht da Ding, Ding Dong. Ding Dong. Und was hast du heute gegessen? Ein Ding Dong. Ein Ding Dong. Gesalztes Ei. Das ist eigentlich so voll normales Frühstück, gesalztes Ei, ne? Ich schwöre, was Asiatisches ist nie normal. So was die frühstücken, weiß ich auch nicht. Das ist voll schleimig. Die Schale essen wir doch eh nicht mit, der Vogel. So, als wär's gerade frisch geschlüpft, Alter. Boah, stinkt ich... das! Boah! Hier kotzt immer voll! Was? Du Arschlack, hab ich das jetzt alles am Hirn? Boah, das ist voll im Arsch jetzt! Das ist kein Ei, Alter! Das ist eine Soße da drin! Hey, was? War Alter, den Geruch auf. Ja. Ah, jetzt, wir riechen jetzt einen kompletten Tag nach verfaulten Eiern. War, das stinkt so hart einfach nur. Das ist kein Ei. Schaut euch das mal an. Das Grüne ist ein Ei. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein vorgesalzenes Ei. Wie wollen die denn? Wie wollen die denn das salzen? Da war eine scheiß Schale drumherum. Ich hab echt Angst. Warum zerlegst du denn dein Ei? Das fällt auseinander. Weil du so hart drauf gehörst, schau mal was. Ja, ich wusste nicht. Meinst du so voll wohl? Bereite vor. Ja. Fertig? Alter, ist das viel Salz! Meine Fresse! Oh, das ist einfach nur Salz! Ich leide. Guck! Alter! Salz! Das ist gar nicht klar! Gar nicht! Was ist das denn, finde ich? Ah, da ist ein Fisch drauf. Da ist ein Fisch drauf, das sagt schon alles. Wow, das sieht aus wie so ein Bandwürmer von einem Fisch. Aber Protein. Proteine sind immer wichtig, Kinder. Muskelaufbau, Kinder. Geil, was du kaufst. Alles riecht, aber nicht nach leckerem Fisch, sondern so richtig vergammelten Fisch. Wow, Mann. Wow, das riecht so eklig. Ich bin so ein Depp, wie soll ich Würmer gesagt? Ich denke jetzt echt die ganze Zeit so an Würmer. Was? Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Warte, Es sieht da so rein gerade. Lass essen jetzt, auf geht's. Hä? Schmeckt nach gar nichts. Ist einfach nur voll zäh. Ja. Aber es geht. Es ist halt wieder einfach der dieser Standardgeschmack. Ja, der Nachgeschmack schmeckt schon nach Fisch, aber ich glaube, der Geruch ist schlimmer. Nein. Was ist das denn? Wir haben Süßholz, das kann man doch nicht essen! Hab ich gesehen. Ja, das ist du nimmst Süßholz rein! Digga, du kannst doch kein Süßholz essen! Hä? Das ist Holz! Holz ist es nicht war zum bei, Essen es war bei den, es war aber bei den Snacks, ich schwöre. Ich glaube, wenn du irgendwie so mehr als einen halben Teelöffel oder so isst, stirbst du so wie bei... Da gibt's so ein Gewürz, wenn du viel davon isst, stirbst du auch davon. Boah! Boah, das klingt... Oh, war, das ist schon... Wenn ihr Meerschweinchen habt, dann riecht mal an dem Boden, der vollgepisst wurde von denen. Leute, das Heu, genauso riecht das. Das ist halt einfach nur scheiß Holz, Mann. Das kann man doch nicht essen. Hey, ich weiß es auch nicht, das machen. Das ist nicht zum Essen gedacht, ja? Und wir essen es trotzdem. Ja, wurscht. Probier es einfach, oder? Ich beiß es in einen halben Baumstamm rein. Nicht so viel, Alter, gell? Ich würde es nicht runterschlucken, gell? Alter! Beiß da mal drauf, beiß mal drauf rum! Reinbeiß, Kind! Alter, das schmeckt so scheiße. War es das eklig? Soll ich es mal anzünden? Vielleicht duftet es. Willst du dich mal anzünden? Nee.
Wir sind hier im Studio, ist alles Holz. Hey, soll ich mal Holz anzünden? Komm, das ist ja lustig. So, wir machen jetzt den offiziellen Test, ob Süßholz riecht. Das riecht einfach nur verkokelt. Hey, das riecht voll nach Weihrauch. Asia Weihrauch Challenge. So, das war's jetzt mit dem Festmahl. Leute, es war so eklig, es war kein Festmahl. Macht es doch gerne zu Hause nach, schickt uns Snaps oder Bilder, wie ihr dran leidet, genauso wie wir. Alle Links zu unseren Social Media Seiten, Facebook, Snapchat, Twitter und so, sind natürlich unten verlinkt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wir schauen uns alle Daumen an, weil jeder ist wichtig für uns. Also wir freuen uns echt immer über jeden und kommentiert auch gerne. Wir lesen jetzt alles durch. Was war das Ekligste, was ihr gesehen habt jetzt gerade von den Sachen, die wir gegessen haben? Schreibt mal hin. Schreibt Konnichiwa oder Takititeka. Wir werden dann schon wissen, was ihr meint. Falls ihr uns noch nicht kennt oder das erste Mal uns gesehen habt, gerne abonnieren. Natürlich alles kostenlos. Kostenlos, kostenfrei. Wir werden euch dann die nächsten Wochen, Monate und Jahre dann gerne bespaßen. Wenn ihr noch mehr Bock auf Bespaßung von uns habt, verlinken wir euch gleich am Ende. Zwei Videos könnt ihr gerne vorbeischauen. Sind auch mega empfehlenswert, sehr lustig. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ich gehe jetzt Sushi fressen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Kleiner Kuchen. Fisch. Fisch. Lecker Fisch. Sushi. Alter, da liegt der Kuchen. Den esse ich noch. Hi, hi, hi.